Ja, Frankreich hält die Stellung, so ist es gehört. Griechenland. Und die eigentlich in Skandinavien vorrücken. Oh Gott. Wenn ihr den Finn rausnimmt, dann ist schon. Nee, da oben ist der Versorgungslimit und so, da geht ja. Das ist kein guter Krieg. Neue Division. Oh, bitte, ich brauch da oben mehr Truppen. Wo sind meine Truppen? Hier, wenn die da gesammelt sind, dann kann ich da nicht angreifen. Oh, ich kesse sie gleich. Dann kesse ich sie. Zerstören sie ihre Festungen. Was war dann die Armee von Japaner im Süden? Quasi. Oh, die schon wieder. Weil die haben halt echt viele Flugzeuge, aber die haben glaube ich alle Flugzeuge bei mir, oder? Nee, aber ja, einige. Das sind totalen Kampf, okay. Japaner Minimum 200 Divisionen. Spanien bei, kommst bei Italien nicht rein, oder? Aber ich hab einen Plan. Hey, wenn du kannst, in Afrika kannst du vorrücken. Ja, genau so. Bei der Türke, du könntest da auch, weil in Afrika, da hat der Italiener nicht viel und da kannst du, weil es nur KIs, gell, die kannst du einkesseln und so. Kannst richtig platt machen. Wenn das aussieht in Griechenland. Wird Griechenland weiter angegriffen oder was? Griechenland von allen Seiten angegriffen, von Süden, Norden und Osten. Fuck, jetzt hab ich mich kesseln lassen, aber nicht so schlimm, das kriegen wir hin. Ich habe neue Einheiten ausgebildet, die werden jetzt dann. Oh, die werden jetzt dann runter nach. Ne, werden sie nicht. Ausrüstung. Ich bin ja, Artillerie. Machen, ne? Jemand einen Überfluss Artillerie? Eigentlich hätten wir was anderes als sozialen Fokusbomben gebraucht, ne? Russen, die Deutschen brechen gerade durch, ne? Das sind 24 Divisionen bei, was ist das, Stalino? Ja, ich denke mir auch, was macht das? Ne, komm nicht durch. Ich komm nicht durch, ich kann hier meine ganze. Ne, du brauchst nicht durchkommen, du einfach brauchst schließen, einfach immer du musst verteidigen. Die lassen sich halt einfach wegdrängen. Die haben die Linie mit den Forts einfach schon umdrungen, sozusagen. Und jetzt komm ich da nicht mehr durch. Ja, verteidigt halt. Wie läuft's in Russland und Frankreich? Gute Frage, Russland, Frankreich läuft's gut. Oh, Frankreich lebt noch, Griechenland auch. Frankreich wurde. Türkei auch, Indien lebt genauso. Also, ich kann mich erinnern, dass Wüstenfuchs gesagt hat, ich bin das Erste weg. Das hat er zu mir auch gesagt. Ja. Wir leben. Also, ich wiederhole, ich brauche die zwei Provinzen. Ich brauche gerade mehr Motorisierte, das sollte gegen den Japaner. Spanien, was magst du jetzt eigentlich? Chrome, was magst du jetzt eigentlich? Oh, jetzt haben wir den Markschubmangel. Na, die haben dieses Loch, ist einfach schon viel zu groß. Sowjet. Was? Wir müssten mal Istanbul irgendwie erobern. Da mit deinen 10 Einheiten. Ja. Alter, wie ich einfach Deutschland zerstöre. Ich helfe den Türken aber Istanbul und ich habe eine Division an Land. Die kommen halt nicht in mein Land hinein, das ist perfekt verteidigt. Da baue ich jetzt Militär, ja. Nein, ich baue mehr Flugabwehr. Sowjetunion, wie gesagt, dann wird zurück, wird die Division rumstehen, dann landen die nichts machen. So habe ich hier eine Armee ohne General schon. Ich weiß, wo sind die? Stalino, ganz unten in der Ukraine und oben bei St. Petersburg irgendwo stehen auch nochmal 24 rum. Boah, er bombardiert meine. Oh, einfach alle ins Loch schmeißen. Alter, ich hab von. Woo! Ich hab von. Wow, danke schön. Ich hab total den Überblick verloren bei Russland, ne? Ja, das verlierst jetzt schnell. Okay. Romeo, wie sind deine Pläne? Wir müssen jetzt irgendwie aktiv werden, weil. Ja, nee, das ist verlorener Posten. Ja, kann ich Russland von Asien einfach. Wenn Asien geklärt ist, kann halt Russland die ganze Ostfront drüber schicken. Ich glaube, ich kann Kessel machen hier. Ich kessel mal schwind ein paar japanische Kavalleristen ein. Auf wie wenig komm schon, ihr schafft das rüber, Jungs. Japaner hier eigentlich hat. Ruskis! Ich hab da unten eine französische Einheit. Die hilft da stark mit, ich sag's euch. Also diese 21. Division. Werde ich irgendwo angegriffen? Nein, natürlich nicht, aber mein Land steht in Flammen. Wow. Oh. Alter, wenn ich diese Linie. Ich darf die Linie nicht aufgeben. Aber ich kämpfe mit veralteter Infanterieausrüstung, ist mir nicht blöd. Wie viele Mann hat Frankreich schon verloren? Ja, nicht viel. 22. Keine Ahnung, was ich erforschen soll, egal.
Deutschland hat 1,2 Millionen verloren. Und Frankreich, ja, das geht so. Italien. Ich habe die japanische Front ziemlich gut aufgemischt. Als letzte mit Türchengecke würden wir. Also wir halten immer die Stellung, Romeo. Wir verteidigen einfach weiter. Ne, ich glaube, wir bleiben. Russland? Wir bleiben defensiv. Hat ihr kurz vor Moskau? Nee. Ihr müsst auch wenig verlieren, dann kurz vor Moskau müsst ihr sie zurückdrängen. Ja. Aber jetzt ehrlich, ihr müsst halt irgendwie, weiß nicht, was ihr jetzt macht, gell? Leute, ihr habt die Truppe kesselt, oder? Haben wir nicht. Das nein, ist das leider Problem. Nicht. Aber der hatte eine Dingens hatte 18 Scheiße. Stehen und der andere hatte 20 stehen. Also macht... Jetzt haben sie unsere gekesselt. Oh. Dann lasst euch nicht kesseln, sieht wie wir kesseln ist tot. Ja, also... wir haben schon die ganze Zeit versucht, oder ich vielleicht hat die ganze Truppen Zeit versucht, an. Das sind zu so... Micron, aber das ist... Ich möchte den Plus die Einzeltruppen an, dann habt ihr die. Ja, in Asien, braucht der nicht wirklich was machen. Macht's halt so. Wo ist mein Französisch? Die Divisionen sind verloren. Nee, ihr könnt mir nicht erzählen, dass. Das eine Division in der Grundesbildung, das kann nicht zählen. Indien? Ach, wir werden angegriffen. Hast du eine Flotte? Indien? Nee. Ich probiere jetzt etwas. Ich habe eine Flotte, aber von 229 Convoy-Schiffen, die kann dir nicht helfen. Ich versuche mal, das England zurückzuerobern. Das gibt dem Deutschen 136 Gummi mehr, weniger. Ja, es geht mir nicht schlecht. Südlich von Indien, diese kleine Insel, versucht jemand zu erobern mit einer Mini-Flotte. Wow! Darf ich nicht. Ich habe davor eine deutsche Division gesehen. Oh, jetzt greifen sie an in Frankreich. Ja, wir verdammt. Gewinnen, aber wir gewinnen. Ja, na, ein Feld da, nee, ein Feld das, da. Da verliert er zu viel Zeug. Das wird er auch verlieren. Gut. Versuch's trotzdem mal. Wir brauchen Luxemburg auf unserer Seite. Diese sieben Divisionen, wenn die den Wendepunkt bringen. Also der Kampf sagt auf jeden Fall, dass wir jeden Panzer für ihn knacken können. Der Kampf sagt auf jeden Fall, dass meine Verteidigungslinie hält, im Gegensatz zu der von Russland. Russland, wenn ihr schnell Division verlegen wollt, klickt auf die und dann oben Eisenbahn verlegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Japaner Haufen Attrition die ganze Zeit bekommt. Ja, ihr zerstört den Japaner, ja. Zerstören ist relativ, aber wir halten ihn auf. Ihr gewinnt. Auf Dauer definitiv. Ja. Ist doch irgendwas kaputt. Alles klar. Ich glaube, jetzt wirst du gleich gerusht. Kehrt Fokus auf Tanks, jetzt müssen wir irgendwas reinschieben. Oh, im Süden Italiener. Von Aleppo aus. Italiener sind zum Glück KI. Trotzdem, die Maschine jetzt ein. Oh, das sind meine Griechen. Ups. Wo Maschinen sie ein? Im Süden Aleppo, also zur Syrien-Grenze. Ach so, ja. Ich schick mal meine Truppen hin. Ja, klar, da oben müsst ihr aufpassen. Der Deutsche hat einiges an Truppen. Auch nicht nur der Italiener, auch der Deutsche. Die greifen die Türkei von unten an. Dass sie mich da angreifen in Afrika, schick mal meine 20 schon. Er will halt da echt durchbrechen, aber so viel wie er da verliert, kann er lange durchbrechen. Wir müssen das jetzt auf jeden Fall halten. Sollen wir die Türkei in den Krieg rufen? Schon doch dabei, oder? Ja, wohl zusammengelegt. Ja, wir halten das auf jeden Fall. Guck mal mit der Südtürkei, die einzige Armee, die hat kämpft für die Türkei, ist Griechenland. Ich mach doch jetzt einen Angriff. Nein, sollten. Ja, der hat da nämlich Fokus, der hat Fokus. Wir müssen den jetzt da rauslocken, wir können angreifen. Ja, wir. Jetzt zerstören wir ihn. Warte, Divisionen! Ach ne, das war ein Fehler. Doch, Angriff! Oh, der Japaner hat 21 Truppen landen lassen. Er bricht vorbei. Warum verteilt er so blöd die Einheiten, ey? Das ist unglaublich. Du hast noch mehr eingekesselt, super. Wir töten sie! Johannes würde sich jetzt im Grab umdrehen. Aber fast. Ein Feld kann hier oben. Denk dran, Johannes meint, der guckt den Livestream danach nochmal an. Ja, Johannes wird sich im Drab umgerieren, weil er die Frontlinie nicht mag. Chinesische Soldaten. Wir müssen Gegenangriffe. Wir brechen vor gegen Deutschland. Der hat dann zu großen Fokus. Wir können da auf jeden Fall ein bisschen angucken. Ja, er hat. Ich sehe schon, der hat da nicht viele Truppen, der hat nur Panzer. Okay, ich hab Militär. Wir dürfen nur nicht zu aggressiv einfallen. Da unten ist ein Feld da. Ja, einfach nur. Was? Wow. Was hier? Ja, kicken Bulgarien. Wir haben da ein paar Felder, wo wir aufpassen müssen. Wir dürfen nicht so offensiv werden. Soll ich Bulgarien einladen? Ich glaube, das heißt, lass muss auch. Ja, lad ein, was du kannst. Okay, dann irgendwie hakt jetzt gerade. Nee, und jetzt passiert. Tom, bitte? Ich will nichts sagen, aber. Der zieht sich da.
Wust 6 und ja, kann schon angreifen. Oh, Russland ist so groß, meine Divisionen brauchen so lange, um irgendwo anzukommen. Ja, 2, können wir bitte auf... Nein, wir gehen nicht höher wie 2. Ich hab's gerade gemerkt. Definitiv nicht. Ah, ja. Spanien, deine Einheiten, da werden aufgerieben. Russland, wie sieht's aus? Ja, die dürfen gar nicht aufgerieben, die ziehen sich ja danach. Wir halten sie gerade einigermaßen gut zurück. Wir haben überall leichte Panzer. Indien, du hast da bei einer Grenze zu Japan laute Truppen stehen, die kannst du mal alle durchschicken. Er greift meine Linie an, der Idiot! Er greift meine normale Linie an! Ja, er greift die 10 auf Festungen. Nee, ich meine da im Südteil. Er macht die Bunker kaputt. Nice, ich hab da einen Panzer, der quasi tot ist und gekesselt. Bunker kann er kaputt machen, die baue ich nach. Nicht genug Informationen. Nur da ein paar Meter. Heiko, guck dir mal in Griechenland an. Moment, ich hab mir gerade eben nochmal 20 Truppen verstärkt. Wir können nicht beinahe eine Offensive starten, gell? Aber Alter, Griechenland, was ist los? Ich hab keine Panzer für so eine Offensive. Wie geil bist du für Panzer? China. Die Japaner bombardieren uns zu Tode mit Luftunterstützung. Keine Angst. Krank. Ich hol mir ein paar leichte Panzer, weil ich's hab. Vorwärts, Jungs. Ich bräuchte mal schnellere Einheiten. Ich habe ein paar motorisierte gebaut. Ja, wichtig ist nur der Deutsche. Verliert. Danke. Deutsche verliert Einheiten, aber der hat wahrscheinlich Manpower. Ja, ja, Russland, gell? Deine Manpower ist einfach während des Kriegs gewachsen. Ja, meine. Ja, das ist das Schöne, wenn man. Alter, nice, ich krieg einfach. Boah, ist so schön. Russland, der könnte den Finnland versuchen, die Gruppen da einzugreifen. Weil sind der Japaner hat, warum auch immer, lauter Fabriken da im Süden gebaut. Das nehme ich jetzt gerade alles ein und krieg die ganzen Fabriken von dem. Nice, das ist ja richtig. Aha. Sagen wir mal, aus seiner eigenen Art intelligent. Russen, da oben, gell? Das sind die ganzen Truppen gerade voll im Arsch von den Gegnern. Wenn ihr sie da einkesselt, könnt ihr viele Divisionen auf einmal rausnehmen. Was? Ja, ich mach das mal hier, wo? Ja, bei euch oben, da in Finnland. Was ist Pause? Norweger. Die haben alle keine Organisation und so. Ja, da, nein, nicht überall angreifen, ihr müsst ja einkesseln. Ihr greift bei den zwei Seiten und Kessel sein, wenn ihr überall angreift, ziehen sie sich ja zurück, das bringt euch ja gar nichts. Warum ist Pause? Ja, wir haben schon wieder Pause ausgemacht, das passiert automatisch manchmal. User left wir haben und greift nicht wieder unten, greift nicht sinnlos mit so zwei Einheiten, da ist zum Beispiel ein Feld frei, da könntet ihr 30 Divisionen einkreisen. Ich sag's nur. Und jetzt singt er davor. Ja, es ist. Ihr müsst schon gucken, da unten da. Ja, jetzt haben sie der Panzer hin. Scheiße. Ich bin echt scheiße im Micromanagement. Ja, ich merk's gerade mit, weil da bricht er überall durch. Wo denn? In Türkei? Na, ihr seid halt so zweit Russen, ihr müsst halt da mal. Kannst du das mal hier unten in dem Gebiet da in machen, da wo die Deutschen immer durchbrechen? Er darf da nicht durchbrechen, er bricht da ja durch mit Panzer. Amen. Ja, genau! Dann haltet das auf, wenn ihr das verliert, habt ihr verloren. Und oben in Finnland. Wo ist denn jetzt schon wieder meine 24 Divisionsarmee, die ich nach Kost geschickt habe? Und oben suchen. Die ist irgendwo. Und oben in Finnland nicht einfach nur vorrücken. Ja, jetzt ist ja zu spät in Finnland. Lasst es einfach sein. Nein, Spartakus, sowas alles zurück. Nice. Nein, die kriegen jetzt tatsächlich Schleiß, haben die immer eine Stadt. Da. Russland, konzentriert euch nur gegen wirklich. Oben Finnland lässt ihr die Einheiten stehen, konzentriert euch da unten. Alles muss da, weil wenn er da durchbricht, seid ihr verloren. Was der? Die haben da eine Stadt, die Japaner, und dann habe ich einen. Wenn sie die verlieren, habe ich da einen Riesenkessel. Das ist wirklich ein Riesenkessel, aber. Meinst du. Ah, ich sehe es gerade, ja. Hangzhou. Die haben da nur eine einzige Stadt, das ist ja das Nervige dabei. Ja, so viele Kreuzer, das geht mir richtig auf den Sack. Ja, naja. Ist das nur Geschwindigkeit 1? Ja, ihr müsst mir sagen, wenn die Geschwindigkeiten runtergehen, weil... Der Krieg ist verloren, weil der Russe wird überlaufen. Ja. Die Hauptstadt wird bald angegriffen werden, wahrscheinlich. Welche meine? Also oben brechen wir gerade durch. Ja, oben ist aber nicht wichtig, gar nichts. Unser Herz. Bringt euch nix. Mastercard vorhin in Frankreich, da könntest du... Leningrad müssen sie auch halten, sonst bekommen sie eine Menge. Soll ich versuchen, die Italiener zu kessen? Mit der einen Truppe, die in Tunis ist, einfach dort kurz runterlaufen. In Tunis. Ich komme von der anderen Seite. Wo ist Tunis?
Den T-54, warum erforscht ihr jetzt den T-54? Das ist links von Sizilien. Die Stadt. Sie nähern sich immer mehr Stalingrad. Weiß ich nicht. Also. Ah, Tunis, ja. Das ist kein alter Angriff. Ja. Ach, Mongolia regt mich nicht auf. Ja, ich kessel sie, keine Sorge. Einzig Schöne ist, dass bei der Türkei die Italiener auseinandergenommen werden. Also bei mir, auf meiner Seite. Ich werde jetzt so viel Luft. Japaner rücken bei mir gerade eben an breiter Front vor, scheiße. Dann halt es ja auf. Ja, ich mir fehlen bloß die Truppen. Ah, ich würde es gerade gern so. Unten die Angriffe da über den Fluss, gell, das bringt euch nichts, da unten anzugreifen bei der Krim, oberhalb der Krim. Also der Russe, weil da habt ihr einmal... Der Japaner hat noch einen Kessel bekommen. Bringt euch halt nichts. Ach, wie gesagt, oben in Finnland, das nein. Ist... Das ist auch nicht. Ich will ja nichts sagen, aber die Sowjetunion könnte... Da oben auch einbringen. Ja, ist egal. Ich will ja nichts sagen. Spanien! Jetzt wieder zu kesseln. Alter, wie viel in Hongkong steht. Ja, das macht mir auch schon zu schaffen. Will mal gucken, was der dafür eine Verteidigung hat. Könntest du eigentlich den Kessel wieder aufmachen mit den Truppen, aber das machst du nicht. Er hat nicht genug Nachschub dafür. Nice. Hörst du in Italien, ne? Ich verstehe nicht, warum wir so lange keine Artillerie produzieren. Schau, wenn wir da durchbrechen, dann, weißt du, dann können wir einen richtig geil einkissen. Wenn wir da durchbrechen. Also, ja, wir machen jetzt Fokusangriff dort, dann können wir vielleicht die alle kesseln. Ja, genau, das meine ich. Ah, fuck, das ist schon rot. Wir brechen jetzt einfach überall durch. Schau, da können wir gerade durchbrechen, ich seh's. Scheiße, die haben sich einen Hafen geholt. Nach unten, ich kessel die gerade, dann haben sie keine... Ding mehr. Ja, Russland. Scheiße. Ah, oh, schön. Okay, Russland, jetzt bist du da mit 5 Panzern, jetzt musst du aufpassen. Sieht eigentlich im Irak aus. Ja. Irak sieht nichts aus, da greife ich gerade nicht an, weil der Türke gerade niedergemacht hier. Ach so. Jetzt mal deinen Truppen hinschicken. Aber da unten brechen wir nicht durch. Ja, gell. Das hätte ich mir sagen können. Ja, oben vielleicht. Aber die Bunker gehen kaputt. Ja, aber wir verlieren viele Einheiten. Aber die Einheiten sind eigentlich nicht das Problem, muss ich gerade sagen. Ja, ich habe ja noch 2 Millionen Manpower. Ich glaube, chinesisch sind die Truppen. Ich glaube, ich könnte die gesamte deutsch-italienische Armee in der Türkei einkesseln. Das funktioniert. Und da haben wir gleich keinen. Ah, schade. Er kommt jetzt mit einer Einheit, sonst hätte er keinen Nachschub mehr gehabt. Schade. Jetzt beinahe geschafft. Scheiße. Ich weiß echt nicht, was die Leute. Aber oben können wir halt den Vorstoß. Der hat da so viele Panzer, da kommen wir nie mehr. Aber ich probiere jetzt was aus, gell? Was hat er da? Nee, das kann ich auch vergessen. Ja, das ist ein aufreibender Krieg gegen den. Warum bricht diese Division den anderen bitte nicht ab? Wir kriegen die Italiener halt leider nicht down da. Ja, das stimmt. Hätten wir falsche Mega, könnten wir vielleicht durchbrechen. So. Und ich wiederhole, die Provinz in Pamir und einem Arter würden mir unglaublich helfen. Hallo? Ich muss jetzt einmal Klima machen. Habt ihr unten den Japaner so gut wie besiegt? Bitte komm. Naja, der hat noch Haufen Truppen. Russland, gell? Der Mangekuwe da, oder wie er heißt, der ist ja im Krieg noch nicht dabei. Du könntest da ein paar Divisionen schon rüberschicken, würde ich dir empfehlen. Jetzt und nach Japan, Truppen nach Korea. Sind jetzt alle meine 50 Soldaten, die nach Heimfront sind drüber. Scheiße. Die Truppen fliehen da weg, das spürt. Egal, wäre auch komisch gewesen, wenn die KI immer was Sinnvolles gemacht hat. So, jetzt hat er gleich keinen Nachschub mehr da. Das ist ja gut. Das einzig Schöne ist, dass der Kessel gleich. Oh, das laggt so, ne? Ja. Nein, oh, ist wieder auf 1.
Ich spiele auch gerade mit 20 FPS. Ich gebe Befehle und die werden nicht ausgeführt. Ich will nichts sagen, Griechenland, aber du könntest vielleicht. Ah, du brichst da durch, geil. Hört sich das. Really? Griechenland, du brichst da durch, das gehört, das ist schön. Warum ist denn das Match auf Pause? Wo breche ich durch? Es ist nicht auf Pause. Die Leute ja, legen Hals hinterher. Oder? Ja, stimmt. Meno, wer ist Meno? Ich also, du meinst, ich greife gerade an 8 Stellen an. Bis 27 Stunden nach. Deutschland hat schon einiges verloren. Wetterunion hat zwar weniger verloren, aber trotzdem, sie verlieren halt immer noch weniger als wir. Eigentlich sollte ich gerade nicht laggen. Mein Ping ist 33. Müsste den Deutschen 7 wieder zu Füßen ja. zurückdrängen. Das ist halt vielleicht schon noch Pause. Wir brechen da aber nicht durch in Italien. Volksrepublik China ist kommunistisch. Habe ich schon Italien? Ah, da oben in Norditalien wäre da. Ja, das ist auch Gebirge. Ich meine, es war. Ja. Panzertes Gebirge. Ich glaube, du greifst da sogar noch mit ein, zwei Einheiten an. Das musst du aufhören, das ist. Die nicht landen von Korsika nach Rom, da steht doch eh fast gar nichts. Ja. Gold, die haben die Verschanzungsbonus-Aufgabe. Greif an! Greif ihn an, was du hast. Ich glaube, die Provinz haben wir. Oder? Ne, es ist Pause, oder? Ja. Trotzdem, sorry, ich weiß nicht, warum es trotzdem steht gerade keine drinnen. Trotzdem steht gerade keine drinnen. Schau! 95. Ich glaube, das haben wir echt, wenn wir da voll angreifen. Doch. Geht's mal. Ich glaube, ich habe einen Kessel gemacht. Ja, überall. Ihr schafft's. Ja, ich habe dir geholfen mit den Panzern. Na, du warst das mit dem Panzer? 95. Ja. Wenn wir die Provinz 95, komm! Einen fertig machen. Überall angreifen, dann kann er sich nicht weg. Wenn wir einmal durchbrechen bei Italien, sind wir da unten durch und dann hat der Deutsche Problem, ja, weil dann muss er Österreich verteidigen. So, ich glaube, das ist so die Ahnung. Italien tun wir marinettisieren, oder? Wir brauchen ja die Division, oder? Ja, meine Truppen kommen übrigens gerade beim Italien, also in Syrien, dem Gebiet da an. Was? Ja, 97%. Ja, warum ist er auf Pause? Sorry. Ja, ich wundere mich schon, warum die Panzer seit 3 Stunden da stehen und. Meno leckt 17 Stunden hinterher, Meno leckt. Komplett hinterher. Wir müssen Pause machen, bis Mino aufgeholt hat. Ich verstehe es nicht. Mein TS sagt mir hier. Boah, nur 100, komm bitte. Ist 33. 99%, wenn wir das geschafft haben. Wenn wir da einmal durchbrechen, dann müssen wir mit allen durchgehen. Ich, da unten, ich zieh das. Hab ich noch irgendwo Einheiten. Haben wir es? Jetzt diese Einheiten. Alter, wir sind einen Tag lang nach. Ja, ist er durchgebrochen. Aber da kommen noch Italiener, wir müssen noch schon mal hinkommen. Ach komm, naja. Warum ist das die ganze Zeit auf Pause? Brech durch! Ein Tag. Achso, hab ich schon gesagt, das ist kommunistisch. Nein, das ist unsere Chance. Sag mal, wie lange brauchen die, um mit dieses eine Feld reinzufahren? Das ist ja unglaublich. Es ist Pause. Oh Gott, warum denn? Achso, ich weiß schon warum, weil mir nur 17 Stunden hinterher leckt. Ich kann die Pause nicht weg. Wenn ich Pause wegmache, ist direkt wieder Pause. Soll ich rausgehen? Ich verstehe nicht. Du spielst den Russen, oder? Ja. Ja, aber. Das kannst du nicht. Du kannst nicht raus. Das ist eine volle Marsch. Also, ich glaube nicht, dass der eine alleine das hinkommt. Da habe ich kein Vertrauen. Ein Zuschauer mit 200.000 Spielstunden. Jetzt können wir auch. Jetzt sagen wir speichern, machen wir anderen mal weiter. Ist das so, ein Zuschauer mit 200.000 Spielstunden bitte melden. Wir sind gleich durch, wir sind gleich durch, oder? Jawohl! Ja, wir haben's. So, weiterbrechen! Jetzt haben wir das noch mehr Bunker, oder? Na, da können wir durchbrechen. Wir fahren ja, dann machen wir schade, wir gut, fahren Kills jetzt von überall, wir fahren Kills jetzt einfach von überall. Türkei von. Das Gebiet davon ist richtig. Wir brechen jetzt einfach überall durch, mir ist das scheißegal. Da oben im Norden, können wir die Angriffe abbrechen, die Kästen wir dann näher ein. Weiter angreifen. Ja, meine Einheiten müssen sich regenerieren, weil sonst. Okay, ich greife da weiter an. Hey Leute, ich muss auch leider aufhören. Du bist welche Nation? Okay. Ach, stimmt, ja, das geht. Naja, es ist so geil, wie der Schwede immer wieder probiert, um mit seinen Schiffen bei uns zu landen und immer mit 100% sofort zurückgeschlagen wird. Wie sieht eigentlich in Griechenland aus? Griechenland ist wieder Griechenland. Oh, Griechenland ist wieder Griechenland. Ja, wir schlagen sie zurück. Na gut. Wir kämpfen. Alter, wir kommen einfach. Ich glaube nicht, dass wir noch ins Jahr 43 kommen. Warum nicht? Weil das einfach alle 3 Stunden wieder. Oh, sagen wir, okay. User disconnected from your channel. Deutschland greift an. Wo? Norden. Ja, kann er versuchen.